Ja, Herr Töpfer, die Schlagzeile war damals, dass Sie im Rhein geschwommen sind, durch den Rhein geschwommen sind. Die Frage überrascht Sie auch nicht. Aber meine Frage wäre, war das damals, um die Sauberkeit zu beweisen oder war das eine verlorene Wette? Es war wirklich eine verlorene Wette, obwohl das mir in Deutschland kein Mensch glaubt. Und die Reaktion war ja auch so, dass man das als Beispiel dafür verstanden hat, zu belegen, dass der Rhein wieder zunehmend Wasserqualität hat, die das ermöglicht. War damals nicht leicht zu überstehen, hat man überstanden, aber ich würde es den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht empfehlen, wenn sie eine solche in die Öffentlichkeit hineingehende Berufsvorstellung haben, sowas zu machen. Es ist nicht leicht, es zu überstehen, aber hinterher sehr angenehm. Wären Sie denn durch die Weser geschwommen? Ich bin durch die Weser sehr, sehr, sehr häufig geschwommen. Es war mein Heimatfluss, da bin ich groß geworden. Damals war es ein bisschen leichter unter dem einen Gesichtspunkt, nämlich die Salzlast war bei weitem nicht so, wie sie jetzt ist. Ich habe die Weser noch mehrmals zugefroren gesehen, da sind wir rübergelaufen, was auch nicht ganz ohne Risiko war. Das ist nicht mehr jetzt der Fall, dafür haben wir andere wasserbelastende Stoffe in der Weser nicht mehr. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich bald 80 Jahre alt bin und dass man dann seine Schwimmgewohnheiten auch ein bisschen wieder ändert, aber ich hätte keine Probleme, da wieder durchzuschwimmen. Naja, das wäre ja die Vorstufe zum Pökeln. Naja, daran habe ich auch noch nicht gedacht, dass man das damit verbinden kann. Aber es ist natürlich ein darüber hinaus weitreichendes Thema und Problem. Man muss sehen, dass die damit verbundenen Konsequenzen auch für die Weseranrainer erheblich sind, dass wir die Gewässerbelastung in den Griff bekommen sollten. Darüber wird lange schon diskutiert, unterschiedliche Lösungen herausgearbeitet. Manchmal bin ich eigentlich froh, dass man nicht mehr selbst zu entscheiden hat. Aber dass etwas passieren muss, ist, glaube ich, unstrittig. Wo steht das Weserberglein in der Umweltpolitik? Es ist eine wunderschöne Landschaft, die zu erhalten für jeden ein großes Anliegen sein muss. Einmal auch unter der Vielfalt der Natur, die sich da wieder, der Schöpfung. Auf der anderen Seite aber auch als ein großes Kapital für Tourismus im breitesten Sinne des Wortes. Wenn ich mir bei einem einigermaßen vernünftigen, wärmeren Tag die Nutzung des Radweges da ansehe, dann weiß ich, was das bedeutet. Wenn ich sehe, wie auf der Weser gerudert, gepaddelt wird, wie dann angelegt wird, wie damit auch wiederum multiplikativ die Region in die Öffentlichkeit kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es ist natürlich eine Region, die an vielen Stellen erheblich unter der Abwanderung der jungen Menschen leidet. Ich bin Ehrenbürger von Höxter. Und man sieht natürlich dann dort, dass es eine Schwierigkeit gibt, die Arbeitsplätze dort auch zu haben, die heute junge Menschen, die gut ausgebildet sind, die zum Studium da draußen gegangen sind, wieder zurückzubringen. Also da gibt es sehr viele Schwierigkeiten für die damit verbundenen Stabilisierungen der Region. Wir sehen gleichzeitig, dass sehr vieles gemacht worden ist, um diese Region auch attraktiv zu halten in ihren Städten und Gemeinden. Wir sind außerordentlich froh, dass in diese Richtung hinein das Weltkulturerbe Corvey gekommen ist. Und wenn Sie das weiter nach Hannover-Schmünden hindenken, dann wissen Sie auch, dass dort die alten hugenottischen Siedlungen eine ganz, ganz spezifische Bedeutung haben. Ein Dreiländereck, wie wir es in Bad Karlshafen haben, kommt hinzu. Also das ist eine attraktive Region, die aufpassen muss, dass sie nicht über diesen wirklich bedeutsamen Hürden etwas zum Straucheln kommt. Wir müssen durchstarten, wir müssen wirklich alles tun, um dort auch mit kreativen Ideen wieder zu zeigen, diese ländlichen Räume sind nicht nur lebensfähig, sie leben. Jetzt haben Sie das Kernkraftwerk Grunder ausgespart. Sollte es die volle Laufzeit machen oder sollte es früher abgeschaltet werden? Ich glaube, wir haben sehr hart daran gearbeitet und ich hatte die Verpflichtung, ja da auch mitzuwirken, um die gesamte Bevölkerung eigentlich
mit einbinden, einen Beschluss zu fassen, wir steigen aus der Kernenergie aus. Das wird ja in Würgassen schon durch den Rückbau sehr klar. Und das wird dann auch in Grohnde klar. Ich gehe davon aus, dass die Verlässlichkeit auch deswegen sinnvoll ist, weil damit die Übergänge so gemacht werden, dass wir als exportintensives Land auch mit wettbewerbsfähigen Energiestrukturen arbeiten können. Wir sehen mit großer Freude, wie sich die erneuerbaren Energien entwickeln. Wir haben heute schon mehr erneuerbare Energien, über 30% der Stromerzeugung, als die Kernkraftwerke je für uns erzeugt haben. Also das ist schon erreicht und das muss aber weitergeführt werden, weil wir auch noch die Kohlehypothek haben, um unseren Klimazielen gerecht zu werden. Also ich glaube, wir sollten alles dran setzen, dass der Zeitplan wirklich verlässlich eingehalten wird. Und da kommen ja andere Kraftwerke zuvor. Da werden wir hoffentlich keine solche Fragestellung bekommen, sondern dass verlässlich zurückgebaut wird. Nebenbei mit ganz großen Aufgaben, wie machen wir das mit dem damit anfallenden hochradioaktiven Abfall? Ich bin ja ein Mitleiter des Nationalen Begleitgremiums zur Beseitigung hochradioaktiver Abfall. Das ist eine massive Herausforderung. Und deswegen glaube ich, sollte man bemüht bleiben, die Bevölkerung nicht nur zur Akzeptanz zu bringen, sondern sie in die Entwicklung von Lösungen mit einzubinden. Das machen wir mit dem Begleitgremium. Hat die Bundesrepublik die E-Mobilität verschlafen? Unsere Automobilunternehmen müssen sich sehr ernst fragen, ob das nicht tatsächlich so ist. Das ist ja nicht von Deutschland ausgegangen. Dass wir heute E-Mobilität haben, dass wir Verbrennungsmotoren in Frage gestellt sehen, das kommt aus China massiv. Eine Situation, wo in den großen Städten man mit Maske rumlaufen muss, weil die Luftbelastung so groß ist. Das hat aber auch Frankreich entschieden, im Jahr 2040 keine Verbrennungsmotoren mehr. Das haben die Briten entschieden. Also wir sehen, dass die Welt insgesamt aus seinen verschiedenen Gründen aus dieser Technik herausgeht. Und wir haben allen Anlass, mit ganz großem Nachdruck, diese neue Entwicklung selbst in Deutschland nicht nur zu adaptieren, sondern zu führen. Deutschland hatte immer die Führungsrolle in der Automobilität und wir dürfen sie nicht verlieren. Das ist für uns ein großer Wirtschaftsfaktor, ist aber auch ein Faktor der Kreativität. Wie wird die Mobilität der Menschen in der Zukunft aussehen? Das ist mehr als die Frage, ist es ein Verbrennungsmotor oder ein Elektromotor? Donald Trump leugnet den Klimawandel. Was würden Sie ihm sagen? Er soll nur die Augen offen halten und soll fragen, wie er das verantworten kann. Wissen Sie, wir sind umgeben von Hinweisen darauf, dass das, was die Wissenschaftler uns nun wirklich belegt haben, eintritt. Wir haben immer mehr extreme Wettersituationen, Trockenheiten, Riesenprobleme der Niederschläge in Indien. Wir haben natürlich jetzt die große Hurrikansaison und die ganz großen Schwierigkeiten mit Hurrikans, die eben extrem groß sind. Die gab es früher auch mal, die Häufigkeit ist anders. Sie haben Harvey und Irma nebeneinander gehabt und Sie haben gesehen, wie eine hochentwickelte Wirtschaft und Bevölkerung in den Vereinigten Staaten von Amerika praktisch hilflos ist dagegen. Das sind nicht Naturgewalten, sondern das sind von Menschen mit beeinflusste. Es ist nicht nur Klimawandel, kommt vieles hinzu. Und deswegen glaube ich, ist es nicht verantwortungsvoll, wenn man dann in Frage stellt, ob man nicht Beiträge dazu leisten kann. Zumal das, was wir tun, erneuerbare Energien, in einer Vielzahl anderer Dinge, auch ein wirtschaftlicher Erfolg ist. Das ist jetzt ein Exportgut, ein großes, erfolgreiches Vorgehen. So.